So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel, Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Ja, Leute. Und mit diesen wunderbaren, warmen Worten willkommen zu diesem epischen Projekt namens The Witcher 3 Wild Hunt. Irgendwie ist der Sound ganz schön laut, den hatte ich eben eigentlich schon mal runtergedreht. Das muss ich jetzt wohl noch mal kurz nachholen. So, Effekte machen wir mal auf. 80. Sprache lassen wir laut. Sprache, apropos, ich möchte mal bitte. Möchte ich die Untertitel aushaben oder reden die wieder auf Elfisch? Ich lasse erstmal einfach mal an. Ja, mal gucken. Was passiert? Ich werde das Ganze im Gamepad spielen. Weil ich es einfach so vom vorherigen, von Witcher 2 gewöhnt bin. Und jetzt beginnen wir zusammen ein neues Spiel. Ich kann so viel dazu sagen, ich bin relativ freundlich immer gewesen. Tja. Ich werde mal das zweite nehmen, ich will es mir ja nicht zu hart machen. Da man hier eigentlich einen großen Wiederspielwert erwartet, zumindest war es beim zweiten so, kann man das später auch noch härter machen. Tutorials machen wir erstmal ein. Ja, Spielstand importieren bitte.
Wow. Oh. Es geht gleich sehr Witcher-typisch los. Ja, wen sucht der gute Geralt? Wie Triss sieht sie ja ehrlich gesagt nicht aus. Triss hat ja rote Haare eigentlich. Mit Zauberin ist es ja definitiv. Aber welche? Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Also grafisch bei mir noch nicht ganz am Anschlag, aber schon ziemlich gut, würde ich sagen. Bis später. Bis später. Aber Geralt sieht nicht mehr ganz so aus wie ein 2. Irgendwie sieht der jünger aus, das passt irgendwie gar nicht so richtig. Aber gut.
So, erstmal vertraut machen hier. Und dann hast du mir Wasser geschmeckt. So. Okay. Extra Sinne war. Okay, ja, Kamera drehen. Minikarte. Das ist Yennefer gewesen. Ja, und die kenne ich ja ehrlich gesagt nicht aus dem zweiten Teil und den ersten habe ich nicht gespielt. So, Left Trigger. Ah, guck dir das an hier. Was ist das denn? Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Mhm. Unterwäsche. Gut, schauen wir uns nochmal ein bisschen um. Ja, das kann ich mit dem Feuerzauber ausmachen. Sehr schön. Was haben wir denn da? Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Na, wenn da mal nicht der Schlüssel ganz einfach auf dem Buch lag. Was ist hier noch? Flieder und Stachelbeeren, natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Ja, ich nähe mich ja gleich der Tür. Ich wollte mich nur mal kurz ein bisschen umgucken noch. Mal ein bisschen mit dem Lichtspiel. Aber das ist ja echt nervig, dass das so groß da steht. So, nähere dich. Was ist denn hier? So, begib dich auf die untere Etage. Okay. Kann ich auch laufen? Nein. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Ghule und Al-Ghule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht, zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten.
Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte, als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Ja, ich bin ja zu Kindern immer so lieb. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Na klar. Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Ich bin zuerst unten. Wenn du fällst, vielleicht. Okay, alles lang. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Oh, vielleicht hätte ich die Treppe runterklettern sollen. Jetzt hier runter oder was? Okay. Ups, da hätte ich was springen müssen. Hast du Probleme? Soll ich zurückkommen und dir helfen? Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass man nicht mehr so automatisch quasi springt. Das sieht auch ein bisschen schwierig aus, ehrlich gesagt, wenn er springt, ne? Gewonnen. Deine Beine sind länger. Ich werd's dir schon zeigen. Ich muss nur noch wachsen. Kommt sie jetzt wieder angelaufen? Ja. Ja. Ich bin schon halb tot, wenn ich da ankomme. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder?
Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. So, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf auf das Kampfsystem. Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Zieh das Schwert, Geralt. Also, Einzelne müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch Menschen kämpfen. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen. Schwerter aus Stahl, Menschen und Humanoide, eins aus Silber gegen Monster. Okay. Schnelle Hiebe. Eins, zwei, drei. Und eins. Schlag richtig zu. So stark du kannst. Wie eine Wanderdüne. Beim Zuschlagen nie den Ellbogen durchstrecken. Du wirst es nie lernen. Mist. Ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. So, ausweichen, ausweichen ist B. Okay. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Rolle, okay. Da muss man sich jetzt natürlich wieder einiges merken. Ich glaube, zu den Paraden. Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel? Nicht schlecht. Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt, überlebe später. Ich habe gehört, der Alte ist beim Unterrichten eingeschlafen. Konter! Schlag gegen Schlag! Und vielleicht eins. Zieht ein Sturm auf. Ha. Oh, das war ein bisschen falsch. Nimm dies! Ich habe dir die Kehle aufgeschlitzt. Na komm schon. Also ich muss gedrückt halten, okay. So, junge Dame. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Quen. Also Quen, ja, okay, darüber. Achso, okay. Ja, das ist Quen. Ciri, Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig alles. Aber siehst du, ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Aber es geht. Art, Geralt. Na los. Siehst du das, Ziel? Hast du genug? Zeit für Axi. Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. Oh. Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Irden ist die Falle gewesen. Das Schwierige ist ja, sich das alles zu merken. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Quen wird die Explosion dämpfen.
Gut, Leute, ich muss hier mal abbrechen. Denn die Folge wird sonst viel zu lang und ich nehme an, dass die Videos sowieso schon relativ dicke werden. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn heute noch nicht viel passiert ist. Ich werde auf jeden Fall den Witcher eine ganze, ganze lange Zeit lang spielen und ich hoffe, ihr bleibt dabei bei mir. Bis dahin, tschüssi!